Mit seiner Zauberei hat es der steile Missionar und Zauberpate Hermann Bickel schon zu einiger Berühmtheit gebracht. Über ihn wurden Reportagen gedreht und er trat in diversen Fernsehshows auf. Noch bevor er seine Priesterweihe erhielt, trat er dem magischen Zirkel in Deutschland bei. Doch auch ein Zauberpate altert. Bickel ist mittlerweile 77 Jahre alt und er hat sich einen Zauberlehrling gesucht. Seit einiger Zeit steht Theologiestudent Frater Dominik des Öfteren neben dem Zauberpate auf der Bühne. Dominik ist 30 Jahre alt und kommt aus Indien. Genau wie Pater Bickel ist auch er steiler Missionar. Seine Freizeit nutzt der junge Frater oft, um mit Pater Bickel im Zauberhäuschen Apraxas in St. Augustin seine Fingerfertigkeiten zu trainieren. Dominik wurde durch die Zaubershows von Pater Bickel in den Bann gezogen und im Gegenzug fiel Dominik dem Zaubermeister schnell auf. Als ich merkte, wie kommunikativ er mit Menschen, auch mit Kindern, umgehen kann und dass es ihm nicht darum ging, nur ein Geheimnis kennenzulernen, sondern wirklich etwas von der Zauberkunst zu erfahren und vorzuführen. Und ganz überzeugt hat er mich, als er selbstständig etwas mit Seilen mir vorführte, das ich selber nicht kannte. Genau wie Pater Bickel hat auch Dominik einen gewissen Hang zur Schauspielerei. Diesen leben beide bei ihren Shows aus. Dominik hat keine Probleme, vor Menschen aufzutreten. Das einzige Problem, was er hat, ist... Deutsch ist nicht einfach. Es gibt viele Wörter, die ich noch nicht richtig aussprechen kann. Aber ich habe nicht viel Angst davor. Weil es ist so wichtig, als Sprechzauberer richtig den Begriff auszudrücken und auch, dass die Menschen richtig das verstehen, dass auch bei den Menschen richtig ankommt, die Unterhaltung. So wird neben den Fingerfertigkeiten auch fleißig die Sprache geübt. Alles unter den strengen Augen des großen Zaubermeisters. Er ist ein lustiger Zauberlehrer. Er kennt die Art und Weise, wie man mit dem Zauberlehrling umgeht. Er ist strenger im Sinne, dass er will, dass der Lehrling das richtig lernt. Wie sein großer Meister will auch Zauberlehrling Dominik Priester werden. Pater Bickel konnte beide Berufungen sehr gut miteinander verbinden. Es geht mir als Priester um die Frohbotschaft, um das Evangelium und es geht mir als Zauberkünstler auch um Freude. Es macht Freude. Um Freude zu machen. Es ist gesund. Sich krank zu lachen. So ergänzen wir uns. Auf den neuen Autogrammkarten sind inzwischen beide zu sehen und mittlerweile gab es auch schon die ersten Berichte über beide als Team. Bis Dominik aber seine Zauberausbildung abgeschlossen hat, müssen noch viele Knoten geknüpft und das eine oder andere Kaninchen aus dem Hut gezaubert werden.